Hören Sie in Vorbereitung auf die Predigt Verse aus dem Buch Daniel, Kapitel 7. Ich schaute wieder auf das Horn, das so selbstgefällig daherredete. Plötzlich wurde das Tier, zu dem es gehörte, getötet und ins lodernde Feuer geworfen. Die anderen drei Tiere hatten ihre Macht schon eingebüßt. Sie durften aber weiterleben bis zu der Zeit, die Gott ihnen bestimmt hatte. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Niemals wird seine Regentschaft enden. Sein Reich wird niemals zerstört. Amen.